Hi, willkommen zurück zu Clash Royale. Wir machen direkt mal die Riesentruhe auf, aber vorher die schöne, leckere Gratistruhe mit gar nichts drin. Schön. Gut. Wir haben auch bald die Magietruhe full, das ist ziemlich nice. Spiel in Arena kämpfen, 30 mal 6 Elixier kosten, okay. Ja, das ist natürlich hier Golem-Action und Funky-Action. Müssen wir aber dementsprechend auch öfter mal gucken, dass wir... Naja, den Funky und... Oh mein Gott, der Funky ist gerade im Shop. Da müssen wir halt öfter mal gucken, dass wir den Funky und den Golem nutzen. Ne? Was jetzt nicht heißen soll, dass ich sehr selten Funky und Golem benutze, aber... Na gut. Die Königsgeist-Spiegel-Herausforderung. Die hauen aber echt auf die Kacke hier. Krass. Bei 12 Siegen gibt es den Königsgeist. Was kann der Königsgeist denn? Er schwebt unsichtbar durch die Arena. Ah, genau, stimmt. Ja. Okay, wir machen die Riesentruhe auf und gucken mal, was sich darin befinden wird, ja. Nichts Besonderes, wie gesagt. Na gut, hat jemand aus dem Clanbock vielleicht einen Doppelkampf mitzumachen? Wie schaut's aus? Sagen Sie an! Ja! Gut, dann eben nicht. Man kann eben nicht alle zu ihrem Glück zwingen, wer kennt's? Oh Gott, da fangen sie direkt an. Er fängt direkt an. Lass die Leute erstmal reinkommen, Alter. Du bist sehr radikal, ist dir klar, ne? Wundernice, gemaked und der Scharfrichter ist immer noch full auf Leben, Mann. Läuft bei ihm! Ja. Und noch ein Magier. Hat er gerade eben nicht schon eingeregt oder was? Was bildest du dir eigentlich ein? Gerade den Schweinereiter gespiegelt. Was ist bei dem los? Hallo? Geht's noch? Egal, wenigstens der Ritter ist weg. So, und jetzt muss die Luzi wieder abgehen. Das kann aber wohl nicht sein. Dankeschön. Oh, der Tower hat mehr Schaden bekommen, als ich gedacht habe. Das ist wirklich krass. Oh, nein. Das haben sie jetzt mit einem Angriff wieder wettgemacht. Für gar nichts. Lol. Macht sie platt. Ja gut, ne, also... Da muss man gar nichts zu sagen. Wie auch immer jetzt die Walküren so schnell gestorben ist, aber gut. Ich komme auch gar nicht dazu, den Golem zu legen, ehrlich gesagt. Da war nichts zu machen. Da war nichts zu machen, ne? Naja, ne?
Naja. Hat der Typ überhaupt irgendwas Wichtiges, Richtiges gemacht? So, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe nichts gesehen, ne? Naja. Oh, der hat ja fast das gleiche Deck wie ich. Krass. Wie kann man nur mit so einem Deck spielen, Kai? Hat's auf jeden Fall gebracht. GG auf jeden Fall an euch an der Stelle. Scholex. Wie man das auch von einem richtig guten Clash Royale-YouTuber kennt, ne? Immer schon ein X im Namen haben. Sehr individuell auf jeden Fall. Sehr, sehr individuell. So muss das. Perfekt umgesetzt, aber das haben wir gerade eben auch. Und dann, naja, haben die Gegner halt richtig rumgenervt. Wie man das halt so schön kennt. Ja. Ja, komm, mach jetzt mal, dass du wegkommst, hier, du Schwein. Entschuldigung, Schweinereiter. So, jetzt ist dann Feierabend. Jetzt mal hier den Golem noch ein bisschen retten. Oh ja, sehr schön. Oh ja, oh ja. Okay, Leute, da haben wir auf jeden Fall gerade gewonnen, Leute. Und Scholex hat gerade verloren, Leute. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle, Leute. Ja, GG auf jeden Fall. Umbringen. Ja, Big Buddha ist da, der hat bestimmt Lust. Dreimal auf die Rat, wer jetzt mit dem Kampf dabei ist. Es wird wahrscheinlich Benny Nato sein. Wer kennt's nicht? Alles klar. Spiele ich gerade nicht zum ersten Mal mit ihm zusammen? Ich kann mich jedenfalls an keinen anderen Zeitpunkt mehr erinnern. Na Gott, komm, ist egal. Double Golem hätte auch jetzt was gehabt, ne? Aber ich meine, was nicht ist, das kann ja noch werden. Auch wenn das rein gar nichts gebracht hat, aber hey. Ihr läuft bei dir! Komm, Beninator Brutz, lass mich hier nicht hängen. Ich meine, es sind ja auch Level 11er, ne? Das muss man auch wieder ganz klar sagen. Haben natürlich wieder einen unfairen Vorteil, könnte man schon fast so sagen. Keine Ahnung, vielleicht. Höhere Turm-Life-Points. Und können auch am Ende nur mit einem Gift gewinnen, so ist auch ganz klar, ne? Können aber am Ende nur mit Feuerball und Gift und so gewinnen. Also letzten Endes, ja, richtige Wackos, ne?
Ups. Entschuldigung. Das sind halt Level 11er, ne? Naja. Muss man nichts zu sagen. Hier anscheinend ein Level 9er, der sich cool fühlen will. Deswegen, ach, guck mich an, ich bin mit Level 9 in Arena 10 gekommen. Ja, das war ich auch. Jetzt hast du es aber echt im Leben erreicht. Das kannst du ja so auf deine Bewerbung schreiben, ne? Und in deinem Lebenslauf natürlich auch, ist klar. Ratatatata. Ja, wenn ich jetzt einen Funki lege, dann macht er gleich einen Elektromager. Ich warte erstmal ab. Ja, gut, hätte ich vielleicht doch mit dem Funki rangehen können. Sehr schön. Ich habe jetzt nur leider keine Truppe, die ich für den Funki legen kann. Außer ein Scharfrichter jetzt mal auf die Schnelle, aber... Mh. Yes! Woo! Ah, der Damage. Oh, der Damage, Jungs. Oh. Das war eigentlich ganz okay neutralisiert, würde ich sagen. Und prinzipiell müssen wir jetzt noch einmal mit dem Golem an den Tower rankommen. Einmal hitten und dann noch explodieren und dann haben wir es geschafft. Konzentrierung. Okay, wir hätten gewonnen, weil ich muss noch einmal den Knall benutzen, dann habe ich es geschafft. Den nutzen wir natürlich last second, ist ja auch ganz klar. Bin ich behindert. Ich gebe mir jetzt keine Chance, noch irgendwie dran zu kommen, so. Sehe ich ihn aus. Ja, jetzt will er mich dazu zwingen, Sepp zu benutzen, ne? Ohne mich. Schauen wir es vielleicht auch sogar ohne. Ja. So macht man's, ne? Gut. Tja. Okay, danke für den Abo auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, und dann, keine Ahnung. Beende ich den Part? Verdammt nochmal ja, denn im nächsten Part geht die Luzi mit der Königsgeist-Spiegel-Herausforderung so richtig ab. Und das wollen wir alle nicht verpassen. In diesem Sinne... Let's go und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein und bye. Ich weiß zwar nicht, wofür das Let's Go gerade eben stand, aber für Let's Go garantiert nicht. Also Super Mario, bitte halte dich zurück mit der Euphorie. Oh nein!